akademische Festversammlung, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich vor allen Dingen sehr geehrte Frau Professorin Marjorie Perloff. Im Namen der Leopold-Franzens-Universität darf ich Sie alle recht herzlich zur Verleihung der Würde und des Titels eines Ehrendoktors, einer Ehrendoktorin der Philosophie an Frau Professor Dr. Marjorie Perloff begrüßen. Ein ganz besonderer Anlass für eine akademische Feier in einem ganz besonderen Rahmen. Sie alle sind heute hier in der Aula der Leopold-Franzens-Universität zusammengekommen, um einerseits der zu Ehrenden, einer außergewöhnlichen Wissenschaftlerin, ihre Reverenz zu erweisen und um andererseits die Gelegenheit wahrzunehmen, einen Vortrag von eben dieser Wissenschaftlerin zu hören. Einer Kollegin, die mehr ist als nur Wissenschaftlerin. Marjorie Perloff, eine 1938 in die USA emigrierte österreichische Jüdin, gehört zu den bekanntesten amerikanischen Literaturwissenschaftlerinnen des 20. und 21. Jahrhunderts. Ihre Familie zählte zum engsten Kreis der Wiener Intellektuellen, Künstler und Politiker und ihr Elternhaus wurde von bedeutenden Persönlichkeiten wie zum Beispiel Ernst Gombrich, Arnold Schönberg, Friedrich August von Hayek und der Familie Mautner regelmäßig frequentiert. Ihr Großvater war Teil der österreichischen Zwischenkriegsregierung und angesehener Berater des Bundeskanzlers. Im März 1938, Marjorie Perloff war gerade einmal 6,5 Jahre alt, musste die Familie Österreich verlassen. Die Flucht in die USA führte über Innsbruck, wo sie einen Tag lang festgehalten wurde und zunächst durchaus unklar war, ob sie die Reise nach Zürich fortsetzen könnte. Für Marjorie Perloff war diese Erfahrung in Innsbruck einschneidend in ihrer persönlichen Entwicklung als österreichische Jüdin. Marjorie Perloff hat in den USA im Laufe ihrer Karriere namhafte Preise und Ehrungen erhalten. Es ist jetzt für die Universität Innsbruck, aber auch für Österreich, hoch an der Zeit, durch die Verleihung eines Ehrendoktorates eine Würdigung ihrer Person sowie ein Bewusstsein des Verlustes für die österreichische Wissenschaft zu dokumentieren. Erlauben Sie mir, dass ich nunmehr einige Ehrengäste namentlich begrüße, vielleicht mit einem gemeinsamen Applaus am Ende. Ein besonderer Gruß gilt natürlich am Anfang dir, liebe Frau Dr. Esther Fritsch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Tirol und Vorarlberg. Selbst, ja, wir würden es gemeinsam da machen. Obwohl schon spontan ich schon gesehen habe, dass der Applaus begonnen hätte, ja, für dich. Ja. Ein besonderer, selbstverständlich begrüße ich natürlich auch ganz herzlich meinen beiden Kollegen im Rektorenteam, Vizerektor Wolfgang Meixner und Vizerektor Bernhard Fügenschuh. Natürlich freue ich mich sehr über die Anwesenheit der Mitglieder des Universitätsrates und begrüße an deren Spitze den Vorsitzenden, Altrektor, Universitätsprofessor Dr. Christian Smekal. Ich freue mich auch sehr über die Anwesenheit des stellvertretenden Vorsitzenden unserer Tochteruniversität, also der Medizinischen Universität, und begrüße damit herzlichst einen für uns nicht unbekannten Herrn Universitätsprofessor Dr. Dr. H.C. Michael Reiner. Stellvertretend für alle Mitglieder unseres Senats heiße ich auch den Vorsitzenden des Senats, Herrn Universitätsprofessor Dr. Ivo Heinerl, willkommen. Ich schließe auch hier gleich Teile seiner Familie ein, die uns heute die Reverenz erweisen. Weiters begrüße ich Herrn Altrektor, Kollegen Otto Muck. Ich begrüße Herrn Monsignore Bernhard Hippler, ehemaliger Universitätspfarrer und Ehrensenator unserer Universität. Ich begrüße Dekane und Dekaninnen.
Ich begrüße eine große Anzahl unserer Studierenden. Ich sehe also viele junge Gesichter. Ich freue mich. Für Sie wird es ein einmaliges Ereignis sein. Einmal einige Personen in Talar. Und ich begrüße natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität, die also heute hier interessehalber dabei sind. Nicht vergessen möchte ich natürlich Freunde und Förderer unserer Alma Mater, aber unser besonderes Willkommen gilt natürlich Ihnen, Frau Professor Dr. Marjorie Berloff, und wir dürfen Sie im Laufe der Feier noch entsprechend vorstellen. Und es ist für mich eine große Ehre und ein wunderbares Privileg, eine der bekanntesten und einflussreichsten Literaturwissenschaftlerinnen der USA, Präsidentin der größten internationalen Literatur- und sprachwissenschaftlichen Gesellschaft, der Modern Language Association mit mehreren hunderttausend Mitgliedern, sowie Vorsitzende der American Comparative Literature Association und nunmehr seit einigen Tagen Wittgenstein-Gastprofessorin an unserer Universität Innsbruck. Es ist ein besonderes Privileg und Ehre, Sie also gemeinsam mit Ihnen allen zu begrüßen. Ellen Janik, ein profunder Kenner Wittgensteins und ein Professor an unserer Universität, emeritiert, beginnt seine Würdigung für Marjorie Berloff mit den Worten: Her works on classical modern poets such as W.B. Yeats, Robert Lowell and Frank O'Hara, as well as Louis Zukowski and the avant-garde have won her the praise of such eminent colleagues as Frank Kermode, in addition to visiting professorships from Oxford to Peking and admission to the American Academy of Arts and Sciences. Und ergänzt später, I can report enthusiastically on the basis of my own expertise upon her penetrating efforts to comprehend the difficult and elusive relationship between, und das ist wichtig, philosophy and poetry in the work of Ludwig Wittgenstein. Am Ende kommt er dann zum Schluss. Marjorie Berloff has tried to elucidate in her writings on Wittgenstein, Zitat, not what one says, but how one says it is the key to doing philosophy. And that, of course, is what makes it poetry as well. Konsequenterweise argumentiert daher auch die philologisch-kulturwissenschaftliche Fakultät in ihrem Antrag, aufgrund, Zitat, aufgrund ihrer Lebensgeschichte, sie hat darüber auch eine ins Deutsche übersetzte Biografie verfasst, aufgrund ihrer wissenschaftlichen Arbeiten zu österreichischen Autoren der Zwischenkriegszeit sowie aufgrund ihrer herausragenden Leistungen in der Literaturwissenschaft empfehlen wir Professor Berloff unbedingt für die Verleihung eines Ehrendoktorates der Universität Innsbruck. Die heutige Ehrenpromotion ist nunmehr die dritte derartige Würdigung, die die Universität Innsbruck, und ich denke, das ist auch charakteristisch, innerhalb des letzten Jahres an eine Frau vergeben hat. Davor, in den 350 Jahren davor, war es eine einzige. Ich denke, auch dieser Aspekt ist ein entsprechend klares und erfreuliches Signal. Und für mich persönlich spannt natürlich der heutige Tag den Bogen zurück in eine Zeit, in der Österreich intellektuell, kulturell und wirtschaftlich ausgeblutet und zerstört am Boden lag und die damalige junge Generation, ich habe dazugehört, sich auf den Weg machte, Österreich wieder erstehen zu lassen. Liebe Frau Kollegin Berloff, unsere Wege hätten sich beinahe gekreuzt, bin ich darauf gekommen.
Sie haben vor dem Krieg in Seefeld als kleines Mädchen Gabriele Minz die Ferien verbracht. Ich wurde während des Krieges als Innsbrucker wegen der laufenden Luftangriffe in Seefeld geboren. Ich freue mich also, dass wir es heute geschafft haben, uns jetzt persönlich sehen und treffen. Und bevor wir nun zur Ehrenpromotion schreiten und dann Herr Universitätsprofessor Dr. Mario Clara, Leiter des Instituts für Amerika-Studien an unserer Universität, seine Laudatio für die heutige Ehrendoktorin halten wird, gibt es jetzt noch ein bisschen Musik. Dankeschön. Hohe Festgemeinde, liebe Marjorie, Professor Marjorie Perloff kehrt in ihren wissenschaftlichen Analysen der Avantgarde immer wieder zu einem Ausgangspunkt zurück, nämlich zur Rolle des Alltäglichen oder Unspektakulären in der Kunst. Also das, was nicht als künstlerischer Ausdruck gedacht oder intendiert war, aber in der Avantgarde zur Funktion von Kunst erhoben wird. Dieses Alltägliche reicht von den industriell produzierten Objekten in der Konzeptkunst eines Marcel Duchamp über die Einbeziehung von Geräuschen in Konzertsäle in den Kompositionen von John Cage bis hin zum Einsatz authentischer Radiosendungen in der Post-9/11-Lyrik eines Kenneth Goldsmith. Ich werde in meiner Laudatio ähnlich verfahren und einen alltäglichen Ausspruch von Marjorie Perloff selbst als Titel, Motto und Leitmotiv meiner Laudatio verwenden. Dieser Ausspruch von Marjorie Perloff, auf den ich heute noch mehrmals zurückkommen werde, lautet: I think we've met before, haven't we? Wir kennen uns, nicht wahr? Ich habe Marjorie Perloff in den frühen 1990er Jahren in den USA bei einer Tagung der International Association for Philosophy and Literature als fulminante Rednerin erlebt und kennengelernt. Ihr Ruf war ihr bereits damals vorausgeeilt. Rektor Merck hat bereits darauf hingewiesen, sie war Professorin an der Stanford University, der University of Southern California, sie war Präsidentin der Modern Language Association, Präsidentin der American Comparative Literature Association und Mitglied der American Academy of Sciences. Marjorie Perloff ist die Autorin von mehr als einem Dutzend Bücher, die alle in den angesehensten amerikanischen University Presses erschienen sind, sowie ist sie die Verfasserin von 200 Aufsätzen. Die Bandbreite ihrer Publikationen umfasst alle großen Lyriker der englischen und vor allem der amerikanischen Moderne und Postmoderne, wie zum Beispiel Yeats, Pound, Eliot, Lowell, O'Hara, Ashbery, aber auch Musiker wie John Cage. Sie ist eine regelmäßige Kommentatorin in allen großen englischsprachigen Tages- und Wochenzeitungen. Ihre Rezensionen und Analysen amerikanischer Lyrik haben sie zur größten Autorität im Fach und über das Fach hinaus gemacht. Aber zurück in die frühen 1990er Jahre, als ich Marjorie Perloff zum ersten Mal gesehen habe und mich damals als junger Student dazu durchgerungen habe, Professor Perloff anzusprechen. Wie es meist bei Auftritten von Frau Perloff der Fall ist, war sie von einer großen Schar von Personen umringt und in sehr intensive Gespräche vertieft, von denen sie den absoluten und uneingeschränkten Mittelpunkt darstellte. Ich habe mich also scheu in Richtung dieser Gruppe bewegt, mit der Absicht, Marjorie Perloff anzusprechen, um diese eindrucksvolle Persönlichkeit kennenzulernen. Wie ich also dieser Gruppe näher kam und Marjorie Perloff merkte, dass ich mit ihr in Kontakt treten wollte, hat sie sich mir zugewandt und mit einem freundlichen Lachen auf ihrem Gesicht mit folgenden Worten begrüßt: I think we've met before, haven't we? Wir kennen uns, nicht wahr? Wir kannten uns nicht, wir hatten uns das erste Mal gesehen, aber es erging mir genauso, so als würden wir uns schon lange kennen.
Es hat sich dann im Laufe vieler Gespräche herausgestellt, dass wir uns vielleicht nicht persönlich gekannt hatten, aber dass wir etwas kennen, das uns gemeinsam ist, dass wir einen gemeinsamen Hintergrund haben. Und dieser Hintergrund ist Österreich und die österreichische Kultur. Dieses "I think we've met before" trifft daher nicht nur auf meine Beziehung zu Marjorie Perloff zu, sondern ich glaube, es umschreibt vor allem die Beziehung zwischen Marjorie Perloff und Österreich, aber auch ihre Beziehung zur Kunst im Allgemeinen. Wie Rektor Merck bereits erwähnt hat, wurde Marjorie Perloff 1931 als Gabriele Minz in Wien in eine säkularisierte jüdische Familie geboren. Ihr Großvater bekleidete das Amt eines Ministers in der Schuschnigg-Regierung, schrieb Reden für den Bundeskanzler und die gesamte Familie war mit führenden Intellektuellen und Künstlern der Zwischenkriegszeit befreundet. Trotzdem musste Marjorie Perloff mit ihrer Familie im März 1938 Österreich verlassen. Der Grund, warum ich Marjorie Perloff für diese Ehrung vorgeschlagen habe und der Grund, warum die Universitätsleitung, insbesondere Rektor Merck und Senatsvorsitzender Ivo Heinal, sofort dieses Ansinnen unterstützt und energisch aufgegriffen haben, liegt einerseits in der großen Bedeutung Marjorie Perloffs als Fachwissenschaftlerin, andererseits aber auch in ihrer Beziehung zu Österreich und Innsbruck. Gerade die wissenschaftlichen Arbeiten der letzten drei Jahrzehnte von Marjorie Perloff sind unter anderem geprägt von dieser Annäherung an das Altbekannte aus ihrer Kindheit, an das, welches man glaubt zu kennen, das es aber zu entschlüsseln und auszugraben gilt. Es scheint, als wäre Marjorie Perloff bei der Lektüre amerikanischer Gedichte in den Sinn gekommen, "I think we've met before". Ich möchte mir auch gerne vorstellen, dass Marjorie Perloff beim Lesen literarischer Texte hinter bestimmten Begriffen und Aussagen Gesichter durchleuchten, ja durchscheinen zu sehen glaubte, die sie wiedererkannte und die sie an ihre eigene Herkunft in Österreich erinnerten. Dies können Personen aus dem engeren und weiteren Umfeld ihrer Wiener Familie in den Zwischenkriegsjahren sein oder Intellektuelle und Künstler, die die österreichische Moderne geprägt haben. Die Familie Marjorie Perloffs war im höchsten Maße mit der Politik, Kultur und dem Geistesleben der Wiener Moderne verwoben, wobei viele wichtige Protagonisten aus Musik, Philosophie, Literatur, Ökonomie und anderen Bereichen im Haus der Eltern und Großeltern Marjorie Perloffs zu Gast gewesen sind bzw. zum engeren Freundeskreis der Familie gehört haben. Mit diesem persönlichen Erfahrungshorizont ging Marjorie Perloff daran, in der modernen Lyrik Spuren dieses Zwischenkriegs Österreichs aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachzugehen. Das Resultat war ein bahnbrechendes Buch über Ludwig Wittgenstein mit dem Titel Wittgensteins Letter, The Strangeness of the Ordinary von 1996. Wie der Untertitel Die Fremdartigkeit des Gewöhnlichen andeutet, geht es in diesem Buch wieder um die Rolle des Alltäglichen, des Altbekannten, aber diesmal in der philosophischen Avantgarde. In dieser Studie hat Marjorie Perloff, wie es für ihre Publikationen typisch ist, eine in der Forschung bisher kaum beachtete Komponente Wittgensteins herausgearbeitet, nämlich die Beziehung oder die Vernetzung Wittgensteins mit der Lyrik des frühen 20. Jahrhunderts oder anders ausgedrückt die Katalysatorfunktion Wittgensteins für die moderne Literatur und bildende Kunst, aber auch für die Musik eines John Cage. Die bahnbrechende Arbeit über Wittgenstein und dessen Bedeutung für die Lyrik hat, so glaube ich, Marjorie Perloff dazu veranlasst, sich stärker mit ihrer persönlichen Vergangenheit bzw. der Situation ihrer Familie im Zwischenkriegs-Wien auseinanderzusetzen. Dies hat auch wieder, wie es für Marjorie Perloff typisch ist, zu einer Publikation geführt, nämlich ihre Memoiren The Vienna Paradox aus dem Jahr 2004. In diesem Buch, das auch ins Deutsche übersetzt wurde, hat sich Marjorie Perloff einerseits ihrer persönlichen Vergangenheit als Kind in Wien,
aber auch der Situation ihrer Familie und des Nachlebens dieses Kulturkreises in den USA angenommen. In ihrem jüngsten Werk, dem eben in diesen Wochen erschienenen The Edge of Irony, Modernism in the Shadow of the Habsburg Empire, kehrt Marjorie Perloff wieder zur Literaturwissenschaft zurück. Diesmal nicht primär als Expertin amerikanischer Lyrik, sondern als jemand, der sich der österreichischen Moderne annimmt, nämlich der Autoren aus ihrer eigenen Kindheit, der Post-Habsburg-Monarchie, zu denen Josef Roth, Arthur Schnitzler, Elias Canetti, Paul Celan und viele andere gehören. Marjorie Perloff versucht auf sehr erfolgreiche Weise in dieser Monographie ein Gegenbild zum deutschen literarischen Modernismus zu zeichnen. Sie argumentiert, dass der österreichische Modernismus in der Post-Habsburg-Ära stark dezentral organisiert und stark nach Osteuropa ausgerichtet war. Ich bin sicher, dass auch dieses neueste Werk von Marjorie Perloff in der Fachwelt zu einem neuen Standardwerk erhoben werden wird. Aber auch in diesem neuesten Werk über die österreichische Moderne bleibt Marjorie Perloff, so scheint es, ihrer Maxime treu. We've met before, haven't we? In ihren Analysen zeigt sie zum Beispiel, wie sehr sich Karl Kraus in die letzten Tage der Menschheit des Alltäglichen, das heißt dem allseits Bekannten, bedient. Es sind dies Zeitungs- oder Medienberichte, Flugblätter oder Werbung. Kraus erhebt also, ähnlich wie Marcel Duchamp, in seiner Konzeptkunst das, was nicht als Kunst gedacht war, zur Kunst. Marjorie Perloff hat für dieses Phänomen in ihrem rezenten Buch über Lyrik im digitalen Zeitalter des 21. Jahrhunderts einen neuen Begriff geprägt. Sie nennt Lyriker, die sich gefundener, vertrauter Objekte bedienen, unoriginal geniuses, das heißt unoriginelle Genies, also Dichter, die das Motto We've met before zum Programm erheben. Es gäbe noch sehr viel über Marjorie Perloff zu erwähnen, aber die mir zur Verfügung stehende Zeit reicht in keiner Weise aus, Ihnen auch nur annähernd das Œuvre und die Person Marjorie Perloffs näher zu bringen. Es sei mir aber in dieser Laudatio noch erlaubt, eine persönliche Bemerkung anzubringen. Ich habe seit meinem ersten Treffen mit Marjorie Perloff versucht, sie nach Innsbruck einzuladen. Sie hat mir damals vor mehr als einem Vierteljahrhundert gesagt, dass sie schon einmal in Innsbruck gewesen war, im März 1938 auf der Flucht. Oder anders ausgedrückt, Innsbruck, we've met before. Professor Perloff wird wahrscheinlich in ihrer eigenen Rede zu dieser persönlichen Situation noch eingehend Stellung nehmen. Gerade wegen dieser frühen Innsbruck-Erfahrung fühle ich mich sehr geehrt, dass Marjorie Perloff die Einladung zur ersten Wittgenstein-Professur an die Universität Innsbruck und auch das Angebot eines Ehrendoktors der Universität Innsbruck mit großer Freude angenommen hat. Ich möchte mir gerne vorstellen, dass Marjorie Perloff beim Erhalt des Ehrendoktoratsangebotes mit einem freudigen Lachen auf dem Gesicht folgende Worte auf der Zunge lagen, nämlich die Worte, die Frage und zugleich affirmative Behauptung darstellen. I think we've met before, haven't we? Wir kennen uns, nicht wahr? Liebe Marjorie, welcome back to Innsbruck. We've missed you. Lieber Herr Kollege Mario Clara, vielen Dank für dieses wunderbare Essay, gewissermaßen über Marjorie Perloff, eine beeindruckende Laudatio, und damit sind wir, glaube ich, alle
in der richtigen Stimmung, um jetzt tatsächlich die Verleihung des Titels einer Ehrendoktorin der Philosophie an Professor Marjorie Gabriele Perloff vorzunehmen. Es ist so, es gibt also einen Beschluss der Sitzung, aus der Sitzung des Rektorats und dem entsprechenden Beratergremium der Ehrenkommission am 14. Jänner 2006 und es lautet gemäß § 7 Absatz 1 des Satzungsteils Akademische Ehrungen der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck wird Ihnen Frau Professor Marjorie Gabriele Perloff aufgrund Ihrer hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen das Ehrendoktorat der Philosophie an der Leopold-Franzens-Universität verliehen. Ich darf jetzt für diese Verleihung einerseits Herrn Dekan Sebastian Donat als Promotionsdekan zu mir bitten, auf meine linke Seite. Und andererseits darf ich als Promotor den Herrn Vizerektor Wolfgang Meixner zu mir bitten, auf die rechte Seite. Und wir werden jetzt gemeinsam diese Ehrenpromotion vornehmen, traditionellerweise in Latein, aber auch auf Deutsch. Englisch haben wir jetzt ausgelassen. Ne? Sehr geehrte Frau Professor Marjorie Gabriele Perloff, das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat beschlossen, Ihnen das Ehrendoktorat der Philosophie zu verleihen. Clarissima Domina Professor Margarita Gabriela Perloff, Rectoribus Universitatis Leopoldino Francisce Onipotente Onipontane Placuit te Dignitati Doctricis Philosophi Honoris Causa Ornari. Hic vir spectabilis, qui facultati eorum preest, qui philologiam colunt et mores hominum perscrutantur. Testatus est te et sagacitate et doctrina excellentem dignam esse, quae titulo doctricis philosophiae honoris causa oneris. Sehr geehrte Frau Professor Marjorie Gabriele Perloff, der Dekan der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät hat soeben öffentlich bezeugt, dass Sie aufgrund hervorragender wissenschaftlicher Leistungen würdig sind, mit dem Ehrendoktorat der Philosophie ausgezeichnet zu werden. Sehr geehrte Frau Professorin Marjorie Gabriele Perloff, aufgrund Ihrer hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen haben Sie sich des Ehrendoktorates würdig erwiesen. Ich verleihe Ihnen daher öffentlich im Namen der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und des Rektorats der Leopold-Franzens-Universität das Ehrendoktorat der Philosophie. Clarissima Domina Professor Margarita Gabriela Perloff, Maxima Sagacitate atque Doctrina Excellens digna nobis videris, quae titulo doctricis honoris causa oneris. Quam oprem nomine facultatis eorum, qui philologiam colunt et mores hominum prescutantur nec nom nomine universitatis, Leopoldino Francisce rectorum de coram publico, dignitate doctricis philosophia honoris causa ono. Thank you.
würden Sie mich alle hören? Ich habe meine Stimme ein bisschen verloren. Aber ich werde versuchen, so gut zu sprechen. Man sagt mir immer, ich spreche wie ein braves kleines Kind. Sehr geehrter Rektor Tilman Merck, Professor Mario Clara, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich fange an mit einem Ausdruck von Wittgenstein von den vermischten Bemerkungen von 1926. Wenn wir an die Zukunft der Welt denken, so meinen wir immer, der Ort, wo sie sein wird, wenn sie so weiterläuft, wie wir sie jetzt laufen sehen, und denken nicht, dass sie nicht gerade läuft, sondern in einer Kurve und ihre Richtung sich konstant ändern, dass man nie weiß, was eigentlich passieren wird. Nie so einen schönen Tag wie heute. Es ist für mich eine besondere Ehre, dieses Doktorat von der Universität Innsbruck zu erhalten. Ich habe in meinem langen Leben mehrere Preise und Ehrendoktoraten erhalten, aber keines, das mir so wichtig ist wie dieses. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens habe ich immer die Universität Innsbruck bewundert. Hier gibt es nämlich ein besonders renommiertes Institut für amerikanische Studien und auch überhaupt literarische Studien. Und ich habe vor Jahren die Bekanntschaft von Professor Mario Clara gemacht, auch Professor Gudrun Grabherr bei einer Sitzung der Emily Dickinson Gesellschaft kennengelernt. So ist mir Innsbruck irgendwie bekannt. Und dann war ich auch in Salzburg mit Professor Dorothea Steiner, die heute da ist, was sehr schön für mich ist. Der zweite Grund ist mehr persönlich. Wie Sie jetzt früher schon gehört haben, ich war das erste Mal in Innsbruck mit 6,5 Jahren im März 1938, zwei Tage nach dem Anschluss, als meine jüdische Familie von Wien entfliehen musste. Die Nacht der Flucht ist mir durch zwei schriftliche Berichte in Erinnerung geblieben. Der erste Bericht ist eine kurze Erzählung. Ich reproduziere sie in meinem Buch Wien, Amerika, Paradoxe in einer Emigration, The Vienna Paradox. Ist es auch auf Deutsch erschienen, vom Presens Verlag, also kann man es auf Deutsch lesen, die ich als siebenjähriges Kind geschrieben habe. Sie besteht aus zwei kurzen Kapiteln in einem linierten, schwarz-weißen Notizheft, wie sie 1939 in New Yorker Schulen üblich waren. Sie heißt Eine Reise nach Amerika, und im Inhaltsverzeichnis nannte ich das erste Kapitel Die Abreise. Im Text aber, wo deutsche Worte häufig falsch buchstabiert sind, schließlich war ich ein junges Kind, die fieberhaftig Amerikanerin werden wollte, und so wurde die deutsche Sprache schnell vergessen lassen, schrieb ich Die A-Reise. Als jemand, der die poetische Sprache studiert und sich sehr interessiert in die Wortspiele, zum Beispiel von Ernst Jandl und anderen konkreten Dichtern, scheint mir dieser Schreibfehler nicht zufällig. Denn nun wurde aus der Abreise die A-Reise. Eine Reise in eine ganz andere und sehr fremde Welt, was ich damals aber noch nicht erahnen konnte. Aber hier werde ich Ihnen die zwei ersten Kapitel vorlesen. Die A-Reise und im Zug, wie ein kleines Kind es sieht, und dann es vergleichen zu der zu dem Bericht meiner Mutter über dasselbe. Die A-Reise. Es war am 12. März in der Früh, da kam meine Mutter herein und sagte, jetzt sind wir nicht mehr Österreicher. Hitler hat Österreich genommen. Ich weinte sehr, aber da war ja nichts zu machen. Und das kommt mir so komisch vor, ich weinte sehr, ich habe ja nicht verstanden, was eigentlich passiert hat. Aber da war ja nichts zu machen. Dann, als ich in das Zimmer meiner Eltern ging, sah ich, dass unsere Koffer gepackt werden. Und als ich und mein Bruder Walter fragten, warum das war, sagten meine Eltern, vielleicht fahren wir weg. Dann am nächsten Tag kamen meine Großmama, mein Großpapa und meine Urgroßmama zum letzten Mal. Um 10 Uhr abends gingen wir zu der Eisenbahn, wo wir unsere Cousinen Hedi und Grete Strauß trafen. Gleich als wir sie trafen, sagte Grete zu meinem Bruder Walter, Walter, wie hast du deine Kappe auf? An das habe ich mich erinnert. Als da aber der Zug kam, konnte mein Bruder nicht mehr antworten. Und das zweite Kapitel heißt Im Zug. Im Zug gingen wir gleich schlafen. Ich schlief sehr gut, aber meine Cousinen, die 11 waren, wie sie nun einmal sind, schliefen die ganze Nacht nicht. In Innsbruck mussten wir aussteigen und auf das Polizeiamt gehen, wo man unsere Sachen ganz auspackte, und meine arme Mutti musste alles wieder einpacken.
Es war so ein Gedränge und wir mussten so lange warten, dass meine Mutti sagte, sie würde mir ein Buch auspacken. Und sie setzte mich auf unseren Hutkoffer und las. Und das Buch war Die lustigen Neun bei Johannes Bier. Nicht Johannes Bier, ich kann mich den Namen jetzt nicht erinnern. Aber das war mein Lieblingsbuch. Ich glaube, heute liest das niemand mehr, Die lustigen Neun. Okay. Als wir draußen waren, gingen wir in ein Gasthaus, wo wir Schinkensemmeln bekamen, die sehr gut schmeckten. Und als ich da im Gasthaus saß, ich glaube, das Gasthaus ist noch da. Ich glaube, Professor Clara hat mir gesagt, dasselbe kleine Gasthaus, also das Bahnhofrestaurant. Und als ich da im Gasthaus saß, hatte ich noch keine Ahnung, dass ich später in Amerika ein Buch schreiben würde. Na, da hatte ich auch noch nicht viel erlebt, aber es kommt noch viel mehr. Man vergleiche diesen Bericht einer Zweitklässlerin in der Public School 7 in der Bronx mit dem folgenden Brief meiner Mutter, Ilse Schüller-Minz, an ihre Schwester Hilde, die ein Jahr zuvor mit ihrem Mann Otto Kurz, der Kunsthistoriker war und ein Freund von Gombrich, nach London emigriert hat. Otto Kurz ist zusammen mit Ernst Gombrich und Hans Tietze ins Warburg-Institut gekommen. Meine Mutter, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, später Professorin in Columbia-Universität, war die Frau eines Rechtsanwalts, Maximilian Minz, und Tochter von Richard Schüller, Sektionschef des Außenministeriums unter Kurt von Schuschnigg. Zwischen 34 und 38. Ein treuer Beamter, der schon in 1919 den ersten Bundespräsident Otto Bauer gedient hatte. Mein Großpapa war, ich vermute, der einzige Jude, der eine hohe Stelle in der Regierung hatte. Man hat ihn immer gebeten, die Karrieretaufe zu machen. Aber er weigerte sich, nicht weil er fromm war, aber weil er glaubte, es wäre doch heuchlerisch, so etwas zu unternehmen. Infolgedessen war meine Großmama nie zu offiziellen Empfangen oder Bällen eingeladen. Er war sehr viel eingeladen, aber seine Frau nicht. So war es, das war die Regel. Und das hat sie eigentlich nicht gestört, sie hat ihr eigenes Leben geführt. Also hier ist der Brief vom 14. März, einen Tag später, von meiner Mutter. Liebste Hilde, womit soll ich beginnen? Wir haben so viel erlebt, ich bin so tot und wirr im Kopf, dass ich jetzt, dass ich schon eine halbe Stunde zu Hause bin, erst merke, dass ich noch den Hut aufhabe. Das war in Zürich, wo sie dann angekommen sind. Und dabei gibt es so entsetzlich viel Lebenswichtiges zu überlegen und zu entscheiden. Aber ich will versuchen, dir der Reihe nach zu erzählen. Als wir Freitagnachmittag die schreckliche Nachricht erfuhren, war unser erster Gedanke fort. Wir wollten Samstag früh nach Budapest fahren. Ich packte die halbe Nacht, lag dann einige entsetzliche Stunden im Bett. In der Früh erfuhr ich, dass man nicht hinüber könne, weil diese Grenze war nicht mehr offen. Ungarn. Mein erstes Gefühl war Erleichterung. So konnte ich wenigstens die Eltern noch sehen. Der Samstag verging mit Telefonieren und Besuchen, während draußen ununterbrochen Siegheil gebrüllt wurde. Die Bomber unter den Dächern suchten und die Militärautos fuhren. Ungers, das waren Freunde, versuchten per Auto nach Ungarn zu kommen, wurden aber nicht hineingelassen. Bommi, ein anderer Freund, besuchte uns, weinte fast. Karl Schlesinger, ich weiß nicht, wer das war, hat sich erschossen. Papa, relativ gefasst, sah gut aus, konnte schlafen. Sonntagmittag erfuhren wir zufällig, dass man doch über die Grenze könne, nur nicht nach Ungarn und Tschechien. Wir fragten bei Bahnpolizei etc. und erhielten das bestätigt. So packten wir fertig und fuhren abends ab. Mein Schwiegervater, Alexander Minz, also die anderen Familie, ich werde das nicht jetzt alles schreiben, Tante Gertrud Schüller, die Witwe Ludwig Schüllers, das war Richards Bruder, der in 1931 Selbstmord begangen hatte, nachdem seine eigene Bank Ausbrich und Lieben als erste im Börsenkrach untergegangen war. Und wir. Wer nicht gleichen Namens war, durfte sich nicht kennen. Auch bei den Kindern hielt das durch. Sie durften überhaupt nicht reden und taten es auch nicht. Wir fuhren bequem zweite Klasse bis Innsbruck. Die Kinder schliefen. Dort war Passrevision, für Juden hieß es, mit Gepäck aussteigen. Tante Gerti durfte weiterfahren. Offenbar hielt man sie für arisch, sie war eine geborene Tausig, die sehr reiche Vorname, getaufte Familie. Gefragt wurde man danach nicht. Wir wurden samt Gepäck von SA auf die Polizei vis-à-vis dem Bahnhof gebracht, dort auf einen engen Gang scharf bewacht.
Einer nach dem anderen wurde in ein Zimmer gerufen, wo der Pass kontrolliert, das Geld zum größten Teil weggenommen wurde, da über Nacht die Devisenordnung geändert war. Uns wurden im Ganzen 850 Mark, ich glaube, das wäre so viel wie 30.000 Dollar heutzutage, und ebenso viele Schillinge genommen. Es war uns aber völlig gleichgültig. Unsere Gedanken waren nur, werden wir weiterfahren können? Werden sie uns am Ende festnehmen? Dann wurde unser ganzes Gepäck Stück für Stück ausgepackt. Schließlich durften wir gehen. Wir saßen bis 2 Uhr früh im Bahnrestaurant, dann fuhren wir weiter. In Feldkirch musste alles aussteigen und wir wurden wieder untersucht. Ich und die Kinder auch leibesvisitiert, kein Taschentuch unentfaltet gelassen. Der Ton so aus Wien, sicher aus der Leopoldstadt. Max hatte seine Tapferkeitsmedaille mit. Wenn sie wirklich an der Front gewesen wäre, würden sie nicht wegfahren. Dazu musste man schweigen. Während wir fuhren, begegnete uns ein deutscher Militärzug nach dem anderen und fortwährende Flieger. Um 10 Uhr abend kamen wir an. Wieso sie uns herausgelassen haben, verstehen wir noch immer nicht. Die Kinder waren fabelhaft. Als sie nach der Grenze mit Hedi und Grete zusammenkommen durften, waren sie gleich lustig, trotz allem, was vorging. Hier überlegen wir uns, was weiter geschehen soll. Erwin, das war ein Cousin, ist uns natürlich eine große Stütze. Er meint auch, er werde den Eltern, das ist meine Großeltern, gelingen, nach Italien zu gehen. So viel für heute. Kannst du dir vorstellen, dass ich auf der ganzen Strecke bei strahlendem blauen Himmel und weißen Bergen keinerlei Abschiedsschmerz fühlte? Danach kannst du schließen, wie die letzten Tage waren. In Wien kein Mensch ohne Hakenkreuz. Wasser-Gymnasium gegenüber uns auf der Hörlgasse, eine Kaserne der Hitlerjugend und so weiter. Ich schreibe bald wieder und hoffentlich besser. Schreibe mir Zürich, schreibe nach Wien furchtbar vorsichtig. Über uns nur, ich habe sehr gute Nachrichten von Ilse. Also die weißen Bergen, von denen meine Mama hier spricht, sind die herrlichen Tiroler Alpen über Seefeld, wo ich und der Rektor beide waren, sowie wo wir unsere Sommer verbrachten. Wir in einer Pension und meine Großeltern im Hotel Berghof, was noch immer steht. Meine Familie, wie so viele jüdische Familien aus Wien, liebte die Landschaft Österreichs und konnte sich schwer von ihr scheiden. Doch meine erste Reise nach Innsbruck war die letzte für meine Eltern. In Zürich, wo wir 3 Monate verbrachten, erwarteten wir unser Visum nach Amerika. Erst nach meiner Heirat in 1955 war ich wieder in Wien und damals war es eine traurige Stadt. So viel zerstört, Militär und Polizei überall, die Kaffeehäuser leer, genauso wie im Film The Third Man. So hat es ausgeschaut, das war 1955. In dem Brief meiner Mutter ist es erwähnt, dass die Großeltern ernsthaft die Möglichkeit erwogen haben, nach Italien zu übersiedeln. Was für eine Vorstellung. Mussolinis Italien. Ja, meine Tante Susi hat einen italienischen Arzt geheiratet und wohnte in Rom. Und ja, wie ich es erzähle in meinem Memoir, ist der Großpapa Schüller glücklich von Wien davongekommen. Im Sommer, und ich habe Bilder davon in meinem Buch 38, zu Fuß, über den Fernvalloch nach Italien. Die italienischen Faschisten wollten ihn zurückschicken, aber ein Telegramm von Mussolini hat ihn gerettet. Er war nämlich in den 20er Jahren mit Mussolini befreundet, hat mit ihm gehandelt für Getreide in der schrecklichen Nachkriegszeit, wo viel Hungernot in Wien und überall in Österreich war. Nach dem Sturz von Schuschnigg hat Großpapa zugegeben, dass er die politische Lage Österreichs nicht richtig verstanden hatte. Es hat mich immer erstaunt, und ich verstehe das noch immer nicht, dass die Ermordung im Juli 1934 von Bundeskanzler Dollfuss durch die Nazis nicht schon das Vorzeichen des Endes war. Aber das ist leicht mit Hinsicht zu sagen. Richard Schüllers Auftrag nach dem Ersten Krieg war, die finanzielle Krise der neuen Republik zu lösen. Die Gefahr von Deutschland war noch nicht klar. Und dann war es auch der Fall, dass die säkulären Juden, wie meine Verwandten, so sehr Österreich geliebt haben. Die Kultur, die herrliche Musik, Literatur, Malerei, Architektur, die schöne Natur und das sportliche Skilaufen, Eislaufen, Bergsteigen war die Leidenschaft in meinem Elternkreis. Und um die Wahrheit zu sagen, war die Kultur die wahre Religion
meiner Familie. Was für einen Einfluss hat diese Religion auf mich gemacht? Als junges Mädchen in New York war ich ziemlich rebellisch. Zu Hause und besonders mit den Großeltern sollten wir Deutsch reden. Und so viel wie möglich hat man Walter und mir Deutsch vorgelesen. Schiller, Goethe, Raimund der Bauer als Millionär. Die Met-Opera, die jeden Samstagnachmittag am Radio übertragen war, hat mich irritiert. Als ich 12 Jahre alt war, nahm ich Großmama Schüler zu meiner ersten Oper, Lohengrin. Wagner war nicht die beste Wahl für ein 12-jähriges Kind und ich habe mich sehr gelangweilt. Außer während der Schwanszene des letzten Aufzuges, an die ich mich noch erinnere. Und dann war natürlich in der Refugee-Kolonie in New York auch sehr viel Bajunski-Gespräch. Bei uns war alles besser. Wir nennen das das Bajunski-Gespräch. Das heißt, in Wien oder vielleicht in Berlin war alles viel besser. Bei uns hat die Schokoladetorte viel besser geschmeckt wie in New York. Natürlich, weil man doch in Amerika keine richtige Schokolade und auch den richtigen Zucker oder vielleicht Haselnüsse kaufen konnte. Jedenfalls wollte ich so amerikanisch sein wie möglich. So habe ich den schönen Namen Gabriele, so dumm. Ich war genannt für Gabriele von Bülow. Das war meine Mutter hat sehr Gabriele von Bülow geliebt. Aufgegeben, als ich mit 13 Jahren Staatsbürgerin wurde. Wenn man Staatsbürger wird, kann man solche Änderungen machen. Also mit 13 habe ich den dummen adoptierten Namen Marjorie genommen, weil es war ein Mädchen in meiner Klasse, die Marjorie war und ich wollte genauso sein wie sie. Ich mache noch immer den Buchstaben M, so wie diese Marjorie. Ich sehe sie nie wieder, habe sie nie wieder gesehen. Ich war nicht nur stolz amerikanisch, sondern auch sehr patriotisch. Mein Kindermemoir endet mit einem Ausflug zu der Statue of Liberty. Und später an der Universität, wo ich angefangen habe, Literatur zu studieren, war es die englische und amerikanische, auch die französische Literatur, die mich lockte, nie die deutsche. Ich habe meine Dissertation über W.B. Yeats geschrieben, den irischen Dichter, und dann später Bücher über Robert Lowell, Frank O'Hara, die Dichtkunst von Rimbaud, den italienischen und russischen Futurismus und besonders die Avantgarde von John Cage und Merce Cunningham, die Poetik des Language Poets und den Konzeptualismus. Wie angesichts dieser Situation habe ich die österreichische Kultur wiederentdeckt? Manche von meinen Lieblingsdichtern, zum Beispiel Charles Bernstein, der übrigens sehr schön in Österreich übersetzt war bei dem Wiener Versatorium, unter der Leitung des Peter Waterhouse, haben über Wittgenstein geschrieben und so habe ich angefangen, den berühmten Philosoph zu lesen. Mir ging dabei ein Licht auf. Der Traktatus und die philosophischen Untersuchungen handeln eigentlich sehr wenig mit der Dichtung des 20. Jahrhunderts zu tun, aber für Bernstein und John Cage und die konzeptualischen Schriftsteller heute, so wie Sophie Kahl und Kenneth Goldsmith, ist Wittgenstein ganz zentral. In meinem Buch Wittgensteins Leiter, in 1996 erschienen, habe ich ein Kapitel über den Einfluss Wittgensteins auf die Gedichte und Romanen von Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann gewidmet. Ich hätte auch über Ernst Jandl schreiben sollen, aber die Jandl-Gedichte habe ich damals noch fast nicht gekannt. Auf alle Fälle, nachdem in 1996 mein Buch Wittgensteins Leiter erschienen ist, hat mir eines Tages James Lachlan, der war der Gründer des berühmten Verlags New Directions in New York, der Verlag, der Ezra Pound und so viele andere Dichter, auch deutsche Dichter, veröffentlicht hat, hat er mir gesagt, warum schreibst du nicht für uns eine kleine Autobiografie? Zuerst hatte diese Idee mich wenig gelockt, weil ich gewöhnlich nichts persönlich schreibe. Ich bin doch Wissenschaftlerin. Aber dann habe ich angefangen, über meine Vergangenheit nachzudenken und mir schien, dass ich doch eine ganz interessante Geschichte erzählen könnte. Nicht noch einmal eine Holocaust-Geschichte. Mir ist ja nichts Schreckliches passiert und ich war nicht in einem Lager, aber eine Betrachtung über die kulturellen Widersprüche der Emigration. Mein Memoir erschien in 2004. Seit dieser Zeit habe ich mich immer mehr und mehr in Österreich und in meine Kindheit interessiert. So viele Erinnerungen kamen zurück. Für ein junges Kind, selbst ein jüdisches Kind, erzogen so wie ich es war, in der wackeligen kleinen Republik
Österreichs in den 30er Jahren war nicht so märchenhaft als die Erzählungen der Habsburg-Kaiser, Rudolf I., Maximilian, nachdem mein Vater benannt wurde, verewigt im herrlichen Dürer-Porträt und besonders die Kaiserin Maria Theresa, die über ihr enormes Reich lange Jahre regte und trotz aller Schwierigkeiten 16 Kinder in die Welt gebracht hat. Das hat uns sehr imponiert. Und darunter den Kindern war doch Marie Antoinette, über die haben wir etwas gewusst. Es gab quasi Legende über Maria Theresa. Das Kind Mozart zum Beispiel, als er das erste Mal für die Kaiserin Klavier gespielt hatte, ist, sagt man, in ihren Schoß gesprungen und hatte sie umarmt. Sie belohnte ihn mit einem schönen kleinen Anzug mit Goldtrasse. Eine sehr fromme Katholikin, Maria Theresa, war fest antiprotestantisch und noch mehr antisemitisch, aber als Kinder kannten wir nur die hübschen Lieder und Anekdoten über die Kaiserin. Meine neuen Lektüren warfen eine interessante Frage auf. Wieso, habe ich mich gefragt, ist es der Fall in den Handbüchern sowie in den Geschichten der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, so wenig über die österreichischen Dichter geschrieben wird? Fantasy Circle Vienna, der Titel von dem ausgezeichneten Buch von Karl Schorske, ist sehr bekannt. Auch Allen Janik, der natürlich hier ist, und Stefan Thulmins hervorragendes Wittgensteins Vienna. Aber in der US sowie in England mit dem Titel Moderne deutsche Literatur meint man gewöhnlich Thomas Mann, Bertolt Brecht und natürlich Kafka. Aber wer war Kafka? Nicht im Mindesten ein deutscher Schriftsteller, sondern ein jüdischer Beamter in Prag, die tschechische Stadt, die damals noch dem Habsburgreich angehörte. In Amerika ist der deutsche Modernismus immer im Zusammenhang mit den Namen Walter Benjamin und Theodor Adorno besprochen und natürlich mit Heidegger. Es gibt viele Bücher auf Englisch über die Weimarer Republik. Aber das kleine Österreich in den Zwischenkriegsjahren, nachdem die österreichischen Schriftsteller auf Deutsch schreiben, sind ihre Gedichte und Romane mehr wie eine Art Fußnote. Die meisten meiner Kollegen in Amerika, selbst die, die Comparative Literatur studieren, haben nie oder kaum von Karl Kraus gehört, nicht mal den Namen. Bis dieses Jahr war keine einzige englische Übersetzung von den letzten Tagen der Menschheit. Joseph Roth, dessen Radetzky-Marsch einer der größten modernen Romane ist, meiner Meinung, ist auch noch ziemlich unbekannt. Robert Musils Mann ohne Eigenschaften ist beim Namen erkannt, aber wenig gelesen. Und so ein berühmter Dichter wie Paul Celan ist gewöhnlich als rumänisch designiert oder als jüdischer Dichter oder Holocaust-Dichter. Aber Celan, der aus Czernowitz stammt, war ganz österreichisch erzogen und hatte sich sogar zum 16. Geburtstag eine Lodenjacke gewünscht. Die Sprache Celans, die die Kritiker so schwierig finden, ist syntaktisch einfach die österreichische Sprache. Die Celan, geboren Paul Antschel, Celan ist der Name, der er genommen hat, als Kind gelernt hat. Die meisten wichtigen Schriftsteller der Zwischenkriegszeit waren Juden, aber säkularisierten oder getaufte Juden, so wie Wittgenstein, dessen Großvater Christian Hermann Wittgenstein schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Säugling getauft war. Die Zwischenkriegsdichter, Romanschreiber, Künstler und Komponisten, so wie Gustav Mahler, meistens aus der Provinz und oft die ferne Provinz, so wie Bukowina und Lemberg, bilden waren eine besonders brillante Gruppe. Und das hat mich so interessiert, dass so viele wichtige Schriftsteller von diesen weiten Provinzen kamen, aber doch so schön Deutsch schreiben, dass es doch ein Land war. Freud, Wittgenstein, Kraus, Kafka, Canetti, Celan, Musil, der letztere nicht jüdisch, aber musste Wien fliehen, weil seine Gattin jüdisch war, sind nach meiner Meinung wenigstens so begabt als die deutschen Schriftsteller derselben Generation. Und es ist wichtig, sich zu erinnern, dass die Welt noch im Schatten der Habsburg-Regierung eine ganz andere Welt war wie Deutschland. Czernowitz schließlich ist mehr wie 1200 Kilometer von Berlin und Czernowitz ist jetzt the Ukraine, also ist es immer etwas anderes geworden. In meinem neuen Buch, Edge of Irony, Modernism in the Shadow of the Habsburg Empire, versuche ich also, diese bemerkenswerte Periode der österreichischen Literaturgeschichte zu verstehen. Es ist eine Revisionsarbeit. Man muss sich erinnern, was für ein schreckliches Erdbeben
stattfand in 1918. Und ich finde immer, das ist das traurigste Jahr irgendwie des Jahrhunderts. Der Erste Weltkrieg hatte Österreich ganz vernichtet. Das kaiserliche und königliche K&K Habsburgreich, ein Reich vor dem Krieg von fast 700.000 Quadratkilometer und mit 50 Millionen Staatsbürger, wurde plötzlich eine kleine Republik von 6 Millionen und nur 82.000 Kilometer. Es fehlten dem neuen, geschrumpften Österreich die vielen verschiedenen Völker des alten Reichs, die Ungarn und Tschechen, die Serben und Slowenen, die Bosnier und Rumänen, die Polen von Galizien, die Russen des westlichen Ukraine und die Italiener von den Südalpen und Triest. Kein anderer Staat hat so viel im Ersten Weltkrieg verloren wie das Österreich-Ungarische Reich, weder Deutschland, weder Frankreich, weder England, weil die Grenzen zum Beispiel von England haben sich ja nicht verändert. England hat sehr gelitten, aber es war nach dem Zweiten Krieg, wo England sein ganzes Empire verloren hat, dass es sich wirklich verändert war, aber nicht eigentlich nach dem Ersten Krieg und Frankreich auch nicht. Die Zeit der schrecklichen Hungersnot und Pleite nach dem Krieg war eine Zeit besonders illusionsfrei. Das Wort Grenze kriegte eine neue Bedeutung. Die Grenze war überall, so wie jetzt wieder. Die Grenze als Rande des Abgrundes. Was war das Schicksal der Literatur in dieser großen Zeit, wie sie Karl Kraus genannt hatte? Während die Literatur der Weimarer Republik meistens utopisch und didaktisch war, ist der Östromodernismus skeptisch und tief ironisch. Viel sinnlicher wie die deutsche und auch östlicher. Die jüdischen Schriftsteller befanden sich in einem katholischen Land, ein Land ganz anders von dem protestantischen Norddeutschland. Der Antisemitismus war immer bemerkenswert, aber nach dem Krieg hatte sich viel verschlimmert. Im Kurs des Krieges kamen von den östlichen Provinzen, Galizien, Bukowina, Transsilvanien, tausende arme jüdische Flüchtlinge. Viele konnten nicht Deutsch sprechen und tragen die Tracht des jüdischen Städtels. Die wohlhabenden Juden, die schon lange in Wien gelebt haben, wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Josef Roth hat ein erstaunliches Buch, das ich Ihnen empfehle, Juden auf Wanderschaft, über diesem Phänomen geschrieben. Die größte Beleidigung für vornehme und säkulisierte Juden wie meine Eltern war sie zu vermuten, dass sie von der Leopoldstadt kommen. So war es. Die wichtigen österreichischen Romane, Gedichte, Essays und Theaterstücke der Zeit sind also sehr eigenartig. Sie benutzen meistens nicht die Techniken der Avantgarde, die ich früher studiert habe, Collage, Fragment, gebrochenen Syntax und so weiter. Aber die Ironie ist so tief, so kompliziert, dass der Leser viel nachdenken muss. Die schwersten Fragen sind erwähnt, aber nie beantwortet. Fragen stellen ist die Methode bei Musil und Canetti bei Wittgenstein, der 1916 zwischen seinen Militärpflichten im Tractatus schriebe, der Sinn der Welt muss außerhalb ihr liegen. Und das ist so plötzlich, man liest alle diese mathematischen Formeln und dann liest man plötzlich, der Sinn der Welt muss außerhalb ihr liegen. In der Welt ist alles, wie es ist und geschieht alles, wie es geschieht. Und weiter, darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Sätze können nichts Höheres ausdrücken. In so einer Welt ist der einzige Imperativ, sagte Wittgenstein öfters, ein besserer Mensch zu werden. Man kann nicht die Welt ändern, aber man kann sich selbst ändern. Musa sagte das mehrmals in seinem Tagebuch. Ingeborg Bachmann sagte dasselbe. Man findet wie immer wieder diesen Satz, man könnte sich doch ändern. Für mich als Emigrantin aus Wien, eine Exilin, die erst in ihrem achten Lebensjahrzehnt irgendwie ihre Wurzeln teilweise gefunden hatte, sind die philosophischen Bemerkungen Wittgensteins und die Gedichte Celans oder Jandls besonders wichtig. Und so habe ich mich sehr gefreut, und es ist natürlich eine große Würde, dass ich jetzt spät im Leben, aber doch Innsbruck mit seiner ausgezeichneten Universität und sogar die Archiv des Brenner Verlags unter solchen veränderten Verhältnissen wieder besuchen könne. Und ich ende mit dem Satz auch von Wittgenstein, die Welt der Glücklichen ist eine andere Welt als die Welt der Unglücklichen. Danke.
Ja, liebe Frau Kollegin Berloff, vielen Dank für diese beeindruckende Dankesrede, Vortrag, letztlich Ansichten und Einsichten aus Ihrem Leben und Ihrem wissenschaftlichen Denken und vor allen Dingen auch für diesen offenen Einblick anhand von Originaldokumenten über eine der schwersten Stunden in Ihrem Leben. Wir sind sehr froh, dass wir also heute Sie hier haben durften und auch entsprechend diese Ehrung vornehmen konnten. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende dieser akademischen Feier. Wir werden jetzt noch gemeinsam, wie es eben üblich ist, das Gaudiamus Igitur singen, also unsere studentische Hymne. Ich darf vielleicht noch ganz kurz unseren Mitarbeiterinnen danken, die diese Feier wie immer bestens vorbereitet haben. Ich darf auch den Musikern danken, eine Abordnung der Uni Big Band der Universität Innsbruck. Und ich darf Ihnen allen danken, dass Sie also heute hier gekommen sind. Ich denke, es war ein historischer Moment und ich wäre fast versucht, noch einmal das aufzugreifen, was Kollege Clara schon gesagt hat. We have met, haven't we, in Seefeld. Ich habe nämlich jetzt entnommen, dass wir wahrscheinlich uns noch näher beinahe getroffen hätten, weil de facto, habe ich jetzt erfahren, Sie waren im Berghotel und im Berghotel, das war das sozusagen Notsanatorium, da bin ich geboren. Also ja, also in dem Sinne noch einmal herzlichen Dank und alles Gute. Ja? Und jetzt die gemeinsame Hymne. So schön.